Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, diesmal mit Dream Alone. Ich habe es für die Nintendo Switch bekommen, kostet bei Steam gerade im Summer Sale 9 Euro. Und ja, ich möchte euch das einfach mal vorstellen, weil der Entwickler so nett war und mir einen Key zukommen gelassen hat tun. Das Spiel soll so ähnlich sein wie Limbo und wir gucken uns erstmal den Trailer-Video-Dix hier an. Ich bin mal kurz weg. Once upon a time in a land far, far away. There was a village where people lived simple but happy lives. Among them there lived a small boy and his family. But then the village was hit by a mysterious sickness. People, one by one, went into a coma. Brother, sister, parents, only the small boy was left alone in despair. Then a blackbird appeared. It was a magical bird, and it told the story about Lady Death, who could stop the disease and even bring people back to life. The boy left the village, seeking Lady Death, the only one who could help him. Lady Dead! Und dann diese Magical Bird! Das ist auf jeden Fall witzig. Dunkler Wald, der Wald war finster und es gab nur einen einzigen Pfad, der tiefer und tiefer in den Wildnis führte. Ich glaube, auf dem PC wird es ein bisschen schneller laden als auf der Switch, denn die Switch hat da nicht die beste Hardware. Aber passt schon. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier mit meinem geilen Pro-Switch-Controller spielen kann. Das freut mich sehr. Verwendet zum Laufen und zum Springen. So, und ihr seht schon, es ist halt so schwarz-weiß gehalten. Der Artstil, weiß ich nicht. Also von den Typen gefällt er mir nicht so gut wie von Limbo zum Beispiel. Und es ist halt ein Jump'n'Run, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich habe eben schon das erste Level einmal gespielt, deswegen kenne ich das schon. Das erste Level, da gibt es jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Er sagt halt, ja, sei auf der Hut, hier gibt es überall Fallen, blubdiblub. Und du läufst einfach von links nach rechts. Wer Limbo kennt, das ist halt wirklich sehr, sehr stark daran angelehnt. Man stirbt sehr oft. Hier haben wir zum Beispiel eine Bärenfalle auf dem Boden. Und ich glaube, ich werde sowieso schnell genug noch sterben, dass hier die Todesanimation und sowas seht. Ich werde wahrscheinlich ein paar Mal öfter sterben in diesem Spiel. Es hat, glaube ich, 21 verschiedene Level. Und ja, ansonsten gibt es halt später noch irgendwelche Gegner, aber die... Wow, okay, da bin ich schon mal das erste Mal gestorben. Die bin ich auch eben schon gestorben, als ich das erste Level gemacht habe. Diesen Jump muss man einfach mega präzise nehmen. Ich glaube, das war schon wieder zu früh. Ja, richtig, richtig dumm. Die Zeilen da oben, die weiß ich auch schon, denn es gibt später, das habe ich zumindest gelesen, dass... Lol, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da war noch eine Bärenfalle. Oh Gott. Ich habe mich so gefreut, dass ich den Jump geschafft habe. Es gibt später so Fähigkeiten, die der Typ hier, ich nenne ihn mal Fred, die Fred erlernen kann. What the fuck? Also ein Dead Counter wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Und ja, zum Beispiel, dass er in eine andere Welt dann kommt, in die Otter World, kommt er dann rein und da sieht dann alles anders aus. Dann ist er quasi im Limbo drin. Ha! Da ist wieder die Anspielung zu Limbo da. Wieso kriege ich das hier gerade nicht hin? Und ja, wir suchen halt diesen komischen Todesgott oder was das sein soll, der unsere Eltern und Schwestern und Brüder und alles, das ganze Dorf einfach wiederbeleben kann. Und dann läuft man hier so rum. Ich glaube, Secrets gibt es keine. Da ist wieder eine Falle. Krasser Scheiß. Ich weiß noch nicht, ob das nur ein Angezockt hier wird. Oh Gott, schafft man diesen Jump? Ja, okay. Tick, Feind. Hallo, Tick. Oh nein, die dürfen wir nicht berühren, sonst sterben wir. Aber Tick ist zum Glück ganz schön dumm und sieht uns nicht, obwohl er ein riesiges Zyklopenauge hat. Aber da kann man einfach rüberjumpen. Und das ist ein Gegner. Wenn man die berührt, dann stirbt man halt auch instant. Und das ist manchmal assig, weil die kommen manchmal von der Decke runter. Guck mal, es gibt auch so kleine Ticks hier. Und die sind dann ein bisschen schneller und die großen sind ein bisschen langsamer. Verfolgen einen allerdings nicht, von daher alles cool. Und jetzt sollten wir eigentlich gleich auch das erste Level schon geschafft haben. Ich glaube, das war nicht so lang. Ich weiß übrigens nicht, wie viel das auf der Switch kostet. Ich denke mal so 20 Euro oder so. Ja, guck, da kommen die von oben. Das ist so assig. Man hört es zwar, es macht einmal so Knick. Und dann musst du ganz schnell zurücklaufen. Trotzdem irgendwie assig. Knick. Ja, okay, kleiner Tick. Machst du einen Knick, ne? Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein Horrorspiel ist. Es soll ein bisschen an, oh Gott, Old Horror Games erinnern. Stand auf jeden Fall in der Beschreibung.
Aber ja, und ich denke, es wird so 20 Euro auf der Switch kosten. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kam übrigens gestern raus, wen das interessiert. Für sowohl Steam als auch für die Switch etc. Ach, der Part hier, der war nervig. Ich muss jetzt leider auf die ganz große warten, dann kann ich hier erst runterjumpen. Und ja, je nachdem, wie das halt ankommt, muss ich mal gucken, ob ich dann ein ganzes Let's Play draus mache oder das bei ein, zwei Parts belasse. Ich habe auch überlegt, ob ich streamen soll, aber kein Plan. Ich weiß das ja alles auch nicht. Apropos Stream, ich habe jetzt neue Emotes. Könnt ihr ja mal nachgucken bei Twitch. Wieso komme ich da nicht hoch? Lass mich da hoch. Dankeschön. Und das habe ich die letzten 4 Tage gemacht tatsächlich. Immer nur diese blöden Emotes angepasst, weil die in groß sahen die okay aus, so wie ich sie bekommen habe von meiner Zeichnerin. Aber als ich sie dann klein gemacht habe, war das einfach alles so Pixelbrei. Und ich meine, oh Gott, hier rutschen wir. Und ich musste einfach mega viel daran verändern, dass man überhaupt noch irgendwas erkennen konnte in kleiner Version. Weil bei Twitch ist das ja leider so, dass die Emotes auf 28 Pixel runtergedrosselt werden müssen. Das ist echt kacke, da verliert man richtig viele Pixel. Vor allem, wenn das Standardbild, das man bekommen hat, 500 Pixel war. Naja, genug gemeckert. Guck mal, ich bin noch nicht gestorben. Hier, das war richtig assig. Hier bin ich richtig oft gestorben am Anfang. Jetzt kommt die zweite Spinne hier nicht an, oder was? Tick, komm hierher. Komm sofort hier rüber. Hallo, danke. So, da jumpen wir easy rüber. Genau, und soweit habe ich das schon gespielt. Und jetzt zweites Level, das kenne ich noch nicht. Wow, was geht hier ab? Was ist das für eine komische Flasche hier oben? Guck mal, Fred fragt sich auch. Was ist das bloß? Soll ich das mitnehmen? Soll ich das trinken? Oh, lecker. Du hast die Fähigkeit erlangt, alternative Versionen der Realität zu betreten. Doch die Zeit, die du dort verweilen kannst, ist begrenzt. In die Otter World. Hier ist überall alles tot. Alles düster und tot. Oh mein Gott. Lol, da waren auch Leute aufgespießt. Okay, die Otter World zeigt anscheinend die Welt der Toten an. Guck mal, hier wäre ein Stein, den wir herumschieben können. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Es ist wie Limbo. Limbo habe ich ja auch gespielt, tatsächlich. Halt so zum Alleine spielen, ganz cool. Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich ein Let's Play draus machen müsste. Je nachdem, wie die Story vielleicht vorangetrieben wird. Die war in Limbo ja, glaube ich, nicht ganz so geil. Was mache ich denn nur? Vielleicht gehe ich ja mal in die Otter World. Hier funktioniert ja alles. Oh, noch ein Stein. Ja, es ist ziemlich straightforward, würde ich sagen, was man so machen muss. Aber ja, wem das irgendwie gefällt und auch mal spielen möchte, es ist ein netter... Lol, der Stein geht weg. Oh, oh. Ich habe aber nicht mehr viel Zeit. Nein! Okay, ja, da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Ich muss in der Otter World bleiben. Das ist ja richtig doof. Alles voll mit Ottern in der Otter World. Also Singleplayer eigentlich ganz nett. Wer Limbo gefallen hat, den wird auch dieses Spiel gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, ob man jetzt dafür trotz Summer Sales 9 Euro bezahlen möchte, weiß ich nicht. Ich glaube, Limbo hat damals nur 5 gekostet oder so, ne? Kriegt man ja inzwischen auch nachgeschmissen. Ich frage mich, ob das alles handgezeichnet ist. Kann eigentlich gut sein, beziehungsweise die Geister da hinten eigentlich nicht, oder? Man weiß es nicht. So, nein, ach komm, ich hatte es doch schon. So, nur aber, jetzt habe ich ja richtig viel Zeit eigentlich. Die Leiste oben links, seht ihr ja, ich habe noch... Nein, ich falle halt trotzdem runter. Was ist das? Ich habe gedrückt. So, nur aber... Ich bleib hier, spring. Ja, danke. Wow, war das jetzt so schwer? Muss ich in der Outer World bleiben? Nee, gut. Das sieht mir hier schon wieder alles assig aus. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder so ein Tick runter. Wetten? Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Irgendwo? Immer schön auf Bärenfallen achten. Das haben sie auch von Limbo einfach 1:1 übernommen, ne? Ja, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Guck mal, oh, wie viele das auch gleich sind. Sind die weg, wenn ich in die Outer World gehe? Nee. Wow, okay, ich hatte gerade Angst, dass er mich hier trifft. 2 große und 3 kleine, wie ich gesehen habe, glaube ich. Das ist jetzt blöd. Die kommen bestimmt gleich wieder. Na! Ah! Okay. Pff, nein, was? Tricksding. Knack, Mama. Knacki, knack. Could you please don't do that? Easy. Okay. Hier müssen wir garantiert in die Otter World rein. Und wir haben einen aufgespießten Typen, aber das interessiert mich nicht. Ich bin ja nur ein kleiner Junge. Ich kenne sowas schon. Alle sind tot hier. Ja, ich sehe tote Menschen. Ja, kein Plan, ob das ein Horrorspiel sein soll. Ich glaube eher weniger. Ist halt wirklich nur ein Jump'n'Run mit einem Horror-Design. Okay, dieser Knochen sieht sehr, sehr böse aus. Ich werde sofort umdrehen, sobald ich ihn berührt habe. Da kommt bestimmt irgendwas Böses. Hilfe! Ja. What the hell? Was kommt da? Ja, das war so klar. Okay, easy. Easy peasy. Was? Nein, da kommt noch einer! Dann denkst du, bist nach 2 heftig dran. Und dann kommt da noch ein Dritter.
Okay, aber ich hatte schon mal den richtigen Impuls, einfach wegzulaufen. Fucking Scheißknochen, weil hier auch überall diese toten Buddies sind. So, warte, lass mal gucken. Ist der dritte trotzdem? Ja, der kommt trotzdem, okay. Okay, so, safe? Safe Fragezeichen, ich warte nochmal. Bis ich wirklich gar nichts mehr, okay. Gar nichts mehr höre. Ja, easy. Gut. Ja, schade für euch, ihr komischen Knochen. Ich guck mal, ob hier sonst noch irgendwas ist. Nee. Darf man die eigentlich berühren? Ja, darf man. Okay, also die Geister machen nichts. Guck mal, da hinten hängt einer, der chillt ein bisschen, der hängt hier ein bisschen ab. Läuft bei ihm. Oder auch nicht, aber hängt bei ihm bestimmt. Geht das ganze Blut schön in den Kopf oder sowas, dann plustert man sich auf. Guck mal, hier sind ganz viele von diesen Dingern. Ey, noch mehr Otterworld-Kram. Ja. Ja. Das muss ich bestimmt hier einsetzen. Oh Gott. Oh, hallo. Hallo, Tick. Ich kann nicht über dich rüberspringen. Tick, geh andersrum. So rum ist das assig. Oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. Ja, okay. Ich glaube, das war ein bisschen knappi. Aber hat gepasst. Yay, das war das zweite Level. Happy Birthday to me. Aber schade. Also, wie gesagt, es gibt nur 21 Level. Und irgendwie geht die Story hier gerade nicht weiter. Aber wir sind doch nur im Wald. Es kann sein, dass es nach dem... Also, dass der Wald an sich ein Level ist. Also, dass das hier alles ein Level ist. Oder, dass wir jetzt quasi tatsächlich im dritten Level sind. Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, dass das Spiel krasse 5 GB groß ist. Und ich kann sein, tatsächlich, dass das dann tatsächlich... Dieser Wald, dass das alles als ein Level zählt. Dann ist das Spiel nämlich recht groß. Denn Limbo ging ja wirklich nur ein paar Minuten. Also das konnte man ja, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden oder so durchspielen. Gut möglich, dass hier Dream Alone ein bisschen länger geht und sollte eigentlich auch eine bessere Story haben, von der ich jetzt zwar nicht so viel mitbekomme, aber gut. Wenigstens bin ich ein paar Mal gestorben, ne? Ja, easy. So, die Steine sind ein bisschen sehr nervig, finde ich irgendwie. Und hallo, Stein. Kann ich hier einfach runter? Outer World? Gibt es bei dir irgendwas Spannendes? Ich gehe mal lieber in der Outer World hier runter. Oh, was ist das? Lol, hi. Wie? Ach, ich muss hier auch runter. Moment, nein, nein. Oh Gott. Bin ich safe? Ich bin nicht safe. Hä? Aber war schon richtig, ne? Nee, muss man das machen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man in der Outer World rein muss. Ich denke aber schon, weil hier halt die ganzen Dinger sind. Die ganzen komischen Flaschen. Jetzt bin ich aber sehr verwirrt. Wo, was? Hä? Muss ich da wieder aus der Outer World raus? Ich bin super verwirrt. Aber hier sind doch... Nee. Man muss gar nicht in die Outer World reingehen. Sehe ich gerade. Die sind doch in der normalen Welt. So, und jetzt? Na, guck mal, jetzt ist... Ah. LOL! Dann muss ich wohl in der Outer World bleiben. Hilfe! Hä? Okay, ich raff das nicht. Man fällt da irgendwo runter, wenn man wieder in die normale Welt geht, aber... In der Outer World darf man auch nicht bleiben. Und da ist dieses komische Beil. Hilfe! Man fällt da ja einfach runter! Hä? Verstehe es nicht. Ach, einfach langlaufen. Ja, sag das doch. What the hell? Das war ja dann viel einfacher, als ich dachte. OMG. Okay, kannst du bitte weggehen? Nee, du bist auch in der Outer World da. Das ist ja lame. Okay, Hallöchen. Ich muss nochmal über dich rüberjumpen. Ist okay. Guck mal, ich gehe jetzt hier hoch. Ach, Leute. Ich werde sterben. Wie? Wo? Wann? Was? Hä? Also das mit der
mit der anderen Welt finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Das bringt halt so einen extra Punkt mit in das Spiel ein. Aber ja, ich glaube, das langt erstmal, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommt in das Spiel. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet und ob ihr da vielleicht mehr Paar zu sehen wollt. Man stirbt sehr häufig. Ich finde diese Steine immer noch saunervig, weil man richtig langsam ist mit denen. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall, also für Singleplayer, wenn man es einfach so spielt, finde ich das wirklich ganz nett. Kann man auf jeden Fall auch mal so durchspielen. Ich werde es wahrscheinlich auch durchspielen, egal ob mit Aufnahme oder ohne. Wie gesagt, 9 Euro auf Steam. Keine Ahnung, wie viel das kostet auf der Switch. Und das kriegt von mir eine, ja, weiß ich nicht, 7,5 von 10. Jetzt raff ich ja wieder nicht, wie ich weiterkomme. Hallo? Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Und what the hell? Achso, das sind gar keine Stacheln. Tschüss.